Lohheide-Stadion. 174 Mal trugen diese beiden insgesamt das Nationaltrikot ihrer Länder. Hans-Peter Briegel, nach bewegter Karriere mit 38 Jahren an der Lohrheide in Wattenscheid gelandet. Seine erste Trainerstation. Und Morten Olsen, der Däne, unumstrittenste Mann beim 1. FC Köln, ob in guten oder schlechten Zeiten. Die Kölner ganz in Rot mit dem Anspruch, die höhere Klassenzugehörigkeit vorzuführen. Gleich nach vorne orientiert, Henrik Andersen neu in der Mannschaft, neben Rolf Hauptmann und Kohn und Bruno Labbadia. Sein gewohnter Sturmpartner nur auf der Bank, Toni Polster, noch nicht richtig in Form. Außerdem hat er vorgestern in der EM-Qualifikation in Vaduz gegen Liechtenstein gespielt. Vielleicht ist er nach drei Toren dort etwas müde. Nach einer guten Viertelstunde erlahmten die forschen Kölner Bemühungen. Es kam Wattenscheid, begünstigt durch eine schwache Kölner Abwehr um Wolfgang Rolf. Carsten Wolters. Riesenmöglichkeit für den Zweitligisten. Besorgt Morten Olsen im organisatorischen Bereich. Nicht die einzige Panne an diesem Tag. Hauptmann und die nächste Gelegenheit. Claudio Reyna, Giuseppe Reyna heißt er. Ein Vertragsamateur und er wunderte sich über die Deckung des Bundesligisten. Das war nach 21 Minuten Spielstand 0:0. Und der 1. FC Köln zunehmend darum bemüht, die eigene hintere Reihe in den Griff zu bekommen. Für Wattenscheid ist es das erste Pokalheimspiel seit 5 Jahren. Ansonsten schickte sie das Los immer in die Ferne. Eckball für die Kölner. Neuaufbau über Emmerling und Lesniak aus der eigenen Hälfte gegen Andersen. Gegen Greiner. Immer noch Lesniak in Diagonalplatz. Giuseppe Reiner. Eine Bereicherung für diese Mannschaft. Hat noch nie in der zweiten Liga gespielt. Kam von den eigenen Amateuren. Gebürtiger Italiener. Hier nochmal der schöne Diagonalpass von Lesniak. Greiner kann ihn daran nicht hindern. Immer noch 0:0. Halbe Stunde fast vorbei. Köln noch ohne Torchance, die diesen Namen verdient gehabt hätte. Labbadia. Patrick Weiser, der auf der linken Seite mehr aus seinen Freiheiten hätte machen müssen. Hier tut er es. Die Flanke und kein Tor. Kopfball von Stefan Kohn. Kohn, der anstelle von Polster spielte. Und fast keine Reaktion oder jetzt ganz spät von Frank Kocht. In der ersten Runde hatte es der 1. FC Köln leichter. 7:0 gegen den Oberligisten Remscheid. Wattenscheid gewann gegen die Amateure des KSC mit 3:1. Bessere Szenen jetzt für die Kölner. Steinmann, Labbadia, wieder Steinmann. Er hätte lupfen müssen, wie die Zeitlupe gleich zeigen wird. Der Torwart Frank Kurt, der letztes Jahr im Pokalendspiel stand bei Rot-Weiß Essen, lag bereits auf dem Boden. Achtung, hier kommt der Pass, Labbadia, Steinmann und hier liegt schon Kurt. Steinmann hätte nur heben müssen. Spielstand immer noch 0:0. Hans-Peter Briegel, dessen Mannschaft in der zweiten Liga noch nicht so richtig zusammenpasst. Erst einen Sieg für einen der Favoriten um den Aufstieg. Aber hier bisher das beste Spiel unter der Amtsführung der früheren Walzer aus der Pfalz. Und hier ein Zusammenprall zwischen Rudi und Libero Kula. Der Tscheche musste hinaus. Und für ihn kam Patrick Nothoff als letzter Mann, der frühere Duisburger. Das Spiel dennoch relativ fair. Rudi konnte dafür nichts. Und es läuft die 45. Minute. Andrzej Rudi. Labbadia. Frank Reiner. Rudi. Die Spieler warteten schon auf den Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Hartmut Strampe. Und Andersen dachte sich, da kann man noch was machen. Der Ball setzt auf und da ist das Tor. Verkehrte Welt. Der 1. FC Köln führt Sekunden vor dem Pausenpfiff mit 1:0. Der Pass kam von Alfons Hiegel und Andersen wird nicht angegriffen, hat viel Zeit mit seinem starken linken Fuß. Stremel warf sich ihm in den Weg, aber zu spät. Die klar bessere Mannschaft liegt
bei Halbzeit 0:1 hinten. Gut 7000 Zuschauer an der Lohrheide. Und die Kölner zu Beginn der zweiten Hälfte mit ihrem stärker nach vorne orientierten System. Goldbeck inzwischen im Spiel für den schwachen Hauptmann, Rico Steinmann. Kohn, Andersen und Frankfurt. Und auf der Linie ein früherer Kölner, Carsten Keuler. Dieses Jahr für 450.000 Mark nach Wattenscheid gewechselt. Rot leuchtet die Wattenscheider Kurve, ein Hauch vom Brasil Tropical auf der Lohrheide, trotz des Rückstandes. Und die Wattenscheider erinnerten sich wieder daran, wie konfus die Kölner Hintermannschaft in der ersten Halbzeit ihren Job machte. Lesniak war völlig verlassen. Wo war sein Gegenspieler? Wo war Greiner? Auf einmal spielte Wattenscheid wieder so wie lange Zeit in der ersten Hälfte. Giuseppe Reyna gegen Goldbeck und da ist das Tor, 1:1. Carsten Wolters. Eine Stunde vorbei. Klasse Flanke von Giuseppe Reyna bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft. Und trotz der Bedrängnis von Andersen kann Carsten Wolters den Ball annehmen. Noch einmal hier. Die Szene, als Reiner sich gegen Goldbeck durchsetzt. Wolters legt sich den Ball mit dem Kopf nochmal vor. 1:1. Wolfgang Rolf versucht, seine Abwehr jetzt nochmal neu zu sortieren. Sobig. Gegen Goldbeck. Und der Gegenangriff über Rudi. Greiner mit dem festen Vorsatz schon im Mittelfeld diese Aktion mit einem Schuss abzuschließen. Nur 2 Minuten nach dem Ausgleich. Frank Greiner, der in der Abwehr einige Probleme hatte, macht vorne das 2:1. Ein halbherziger Einsatz nur von Nothoff und keine Chance für Frankfurt. Die Kölner führen mit 2:1. Die beste Phase des Spiels honoriert von dem Publikum. Die Partie jetzt völlig offen. Sobig. Lesenjak, der mir sehr gut gefallen hat. Preetz, der erfolgreichste Schütze der Mannschaft in der zweiten Liga. Heute weniger erfolgreich. Und dann kam er. Toni Polster. Für einen Mittelfeldspieler oder einen Stürmer. Er kam für Andersen. Heißt also, Morten Olsen spielt nicht auf Halten. Abschlag von Bodo Ilgner gleich lang. Wolters. Alexander Stremel, der frühere Stuttgarter. Die Kölner jetzt hinten etwas sicherer. Jörg Sobig. Marek Lesniak. Und da wurde auch schon mal ein Kopfballduell jetzt gewonnen oder ein Zweikampf. Und so geriet der Aufbau naturgemäß konstruktiver. Toni Polster. Rico Steinmann. Labbadia. Rolf vorne links dabei, der Libero und Labbadia. Mit dem Fuß hat er dieses Jahr noch nicht getroffen. Alle 3 Bundesliga-Tore, die er gemacht hat, mit dem Kopf. 11 Minuten noch Zeit für den Zweitligisten auszugleichen. Immer noch 2:1 und fast schon sowas wie ein Temperamentsausbruch bei Morten Olsen. Es schien so, als gingen den Wattenscheidern allmählich die Mittel aus, hier noch etwas umzudrehen. 4 Minuten noch. Köln jetzt klar Stärke, aber das galt am Anfang des Spiels genau umgekehrt. Da machte Wattenscheid das Spiel und der FC Köln das Tor. Und der Bundesligist suchte jetzt offenbar die Entscheidung. Greiner.
Goldbeck. Bjarne Goldbeck. Labbadia einmal, Labbadia zweimal und Frankfurt. Da wollte er sich selbst dieses Zaubertor vorlegen. Bruno Labbadia. Immer gut für spektakuläre Szenen, aber auch der Torwart der SG Wattenscheid. Frankfurt. 3 Minuten noch. Ein einziges Tor für Schwarz-Weiß, dann hätten wir hier eine Verlängerung. Reicht noch die Konzentration, reicht noch die Kraft. Jörg Sobig. Im Spiel neu jetzt der Pole Miroslav Giruc. Lesniak. Marek Lesniak, einer von 7 Spielern, die nach dem Abstieg aus der Bundesliga in Wattenscheid geblieben waren. Er heute einer der stärksten, ein Stürmer, den ich sehr gerne sehe. Marek Lesniak. Aber immer noch 2:1 für die Kölner. Hans-Peter Briegel erst mit einem Sieg in der zweiten Liga, 4:2 gegen Leipzig. Anfangsschwierigkeiten. 89. Minute. Andrzej Rudi, der erste Versuch. Er wartet und jetzt klappt es. Das war die Entscheidung. 3:1 durch den Polen. Ein sehr glücklicher Sieg für den 1. FC Köln. Nimmt man die ersten 45 Minuten zum Maß. Hätte Wattenscheid 2:0, 3:0 führen können. Und da machten die Kölner kurz vor der Pause das 1:0. Und hier natürlich die endgültige Entscheidung durch Andrzej Rudi. Die Mittelfeldspieler sollten mehr Tore schießen. Das hat Morten Olsen gefordert, weil das System nach vorne orientiert sei. Das haben sie heute gemacht mit Andersen und mit Rudi. Tschüss, Wattenscheid, Köln unter den letzten 16. Wenige Sekunden noch. Die Schwächen in der Abwehr überdeckt durch diesen 3:1-Erfolg. Für die Mannschaft von Morten Olsen, Trost von Bodo Ilgner. Und dann Stimmen eingefangen von Tibor Meingast, von Siegern und Besiegten. 1. FC Köln hat sein Ziel erreicht, relativ souverän. Sind Sie denn auch zufrieden? Ja, wir haben bis auf ein paar Minuten oder ein paar Situationen, wo wir ein bisschen unkonzentriert gespielt haben, haben wir eigentlich kaum Chancen weggegeben, nur aus individuellen Fehlern. Und ich glaube, über 90 Minuten haben wir, glaube ich, das Spiel beherrscht und auch verdient gewonnen. Aber so ein paar individuelle Fehler waren schon da, oder? Ja, sicherlich. Mir sind 2 unterlaufen, Bälle in der Luft, falsch geköpft und einmal ausgerutscht beim Kopfball. Und da können natürlich Tore draus entstehen und dann läuft man hinterher. Und heute ist es nicht der Fall gewesen. Muss man halt abstellen. Ja, wir sind 100% mit dem Ergebnis zufrieden. Der Chancenauswertung auch eigentlich, denn wir haben nicht viel mehr gehabt. Wir haben insgesamt vielleicht 5 Chancen gehabt, haben 3 davon reingemacht. Und die Wattenscheider hatten da heute ihr Manko. Sind Sie auch mit der Abwehr jetzt zufrieden? Nach 1-2 Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit ging es dann ganz gut. Ja, wir haben uns insgesamt nachher ein etwas leichteres Spiel natürlich gehabt, weil wir geführt haben. Die Wattenscheider mussten kommen, da können wir etwas kompakter hinten stehen. Das liegt natürlich jeder Mannschaft etwas mehr und wir haben gute Kontersituationen dann gehabt. Aber Trainer Morten Olsen sah das alles viel realistischer. Aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht über nicht so viel unsere verteidigende Leistung, aber sicher unsere Leistung, wenn wir am Ball waren wir viel zu viel nervös. Und in einigen Situationen waren die Wattenscheider viel ruhiger, als wir am Ball ist. Aber warum, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Aber dann müssen wir jetzt die nächsten Tage analysieren. So kann es natürlich sicher nicht am Ball und Positionsspiel wird nicht gut weitergehen in der Bundesliga. Und ein paar Leute haben sicherlich nicht die Leistung gebracht, was ich habe gefragt. Und das fragt sich auch Konsequenzen die nächsten Tage. Danke. Da war schon mehr drin heute. Ja, das ist richtig. Ich meine, wir haben die Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, haben sie nicht genutzt. Und dann kommt der Gegner vom Tor und von 25 Metern, schießt er aufs Tor, macht das Tor, ist klar.
Ich meine, das ist immer so im Fußball, wenn man die Torchancen nicht nützt und dann kann man auch kein Spiel gewinnen. Sie haben sich ganz schön geärgert, als der Kula raus musste, verletzt. Da haben Sie eine richtige Geste gemacht, da sagen wir, oh Mann, jetzt wird's eng, haben Sie gedacht. Ja, bis dahin hat der Karel ein super Spiel gemacht als Libero. Und wenn man dann wechseln muss, das ist natürlich immer ärgerlich. Lag's denn an der Abwehr? Na gut, bei dem einen Tor haben wir, bei dem ersten Tor, ja, kam der frei zum Schuss, war keiner da, der Strebel taucht da richtig weg bei dem Ball, rutscht ein bisschen ja, aus Mann, vielleicht auch. Ja gut, ich meine, der Strebel im Prinzip war das ja nicht sein Mann, sondern da haben wir ein bisschen Unordnung im Mittelfeld gehabt. Aber ich denke, insgesamt kann man heute mit unserer Leistung zufrieden sein. Die Leute haben gesehen, dass die Mannschaft gekämpft hat, dass sie willig war. Ja, uns fehlt eigentlich nur, dass wir die Torchancen, die wir heute gehabt haben, nicht verwertet haben. Also